So. Gucken, dass das hier passt. So, jetzt müsste es gehen. Ich hatte da bei mir noch was an den Einstellungen geändert. So, also, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht Ihnen und euch allen gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von meiner Online-Sprechstunde. Wir beginnen mal ganz aktuell mit dem Corona-Thema, mit der Pandemie. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, der Ministerpräsident Bouffier hat vor kurzem vor der Presse gestanden. Wir warten jetzt auf die entsprechende Verordnung dazu. Die werden wir dann natürlich auch wieder bekannt geben. Das, was ich jetzt als erstes rausgehört habe aus dieser Pressekonferenz, war, dass es Änderungen geben soll im Bereich der privaten Feiern. Die sollen begrenzt werden auf 25. Das soll aber wohl erstmal wohl nur eine Empfehlung sein. Müssen wir abwarten, was im Endeffekt dann tatsächlich dann auch in der Verordnung drinsteht. So, was dann tatsächlich, wie gesagt, drinsteht. Und dann wissen wir da auch mehr. Eine weitere Änderung soll es geben im Bereich der Datenregistrierung in Gaststätten. Das soll es so sein, dass die Besucherinnen und Besucher, also die Gäste, zukünftig ihren Personalausweis vorlegen müssen oder generell ein Ausweisdokument vorlegen müssen, damit man vermeiden kann, dass irgendwelche x-beliebigen Angaben gemacht werden, wie Mickey Mouse und Donald Duck, dass das also auf gar keinen Fall mehr vorkommt. Diese Regelungen sollen bis Ende Januar bestehen bleiben. Aber wie gesagt, wir warten jetzt, bis die entsprechende Verordnung da ist und werden dann auch darüber informieren. Schön, dass schon so viele da sind. Freut mich. Ich habe euch mal ein paar andere Informationen heute noch mitgebracht. In der Stadtverordnetenversammlung gibt es immer einen großen Magistratsbericht und ein paar Themen aus diesem Magistratsbericht, die möchte ich euch heute mal so vorstellen, dass ihr auch mal seht, mit was wir uns aktuell so beschäftigen, was momentan alles so läuft bzw. gelaufen ist und das Ganze mal ganz wertfrei einfach mal so ein paar Aufzählungen. Wir haben in unseren Trauerhallen auf dem Friedhof in Rheinheim Innen- und Außen Renovierungsarbeiten gehabt. Die hat der Bauhof selbst durchgeführt. Diese Maßnahmen sind abgeschlossen. Ihr habt es bestimmt auch gesehen, im Nikolaiweg am Friedhof in Rheinheim ist jetzt eine Solarleuchte montiert. Mit der Solarleuchte, die einen entsprechenden Akku hat, wollen wir dann auch entsprechend ein paar Informationen sammeln, wie gut das Ganze ist. Jetzt müssen wir noch mal kurz schauen. Jetzt sagt mir die IT noch was. Ja, Moment, es wäre nicht so laut, sagen Sie. Wo? Ja, dann komm. Herrn Dominik Schützen. So, jetzt schauen wir mal, ob es besser ist. Ich hoffe, dass er mich jetzt besser versteht. Dominik, herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, Straßen, solare Straßenlampe habe ich euch gesagt. Und am Friedhof in Georgenhausen-Zeilhardt gibt es nun auch neue Erdurnengräber, die genutzt werden können auf den Friedhöfen allgemein, aber nicht nur auf den Friedhöfen, sondern auch grundsätzlich haben wir momentan unser Heißwassergerät im Einsatz. Das ist ein ganz neues Gerät, das ist da zur Unkrautbekämpfung. Ein recht teures Gerät, aber wir erhoffen uns davon,
Natürlich auch, dass es schöner aussieht auf den Wegen, aber nicht nur auf dem Friedhof oder auf den Friedhöfen, sondern auch grundsätzlich. Im Kindergarten in Zeilitz sind die Vordächer saniert worden, auch das hat der Bauhof gemacht. Und im alten Feuerwehrhaus in Zeilitz, das habt ihr vielleicht mitbekommen, das DRK Zeilitz Georgenhausen einziehen. Da sind wir momentan in der Endphase unserer Sanierungsarbeiten, auch da eine energetische Sanierung. Das DRK wird dann dort einziehen. Und wir sind guter Dinge, dass das Ganze bereits Ende November dann auch fertiggestellt sein wird. So, unser Schwimmbad, wir haben es ja inzwischen geschlossen. Es waren deutlich weniger Besucher als in den vergangenen Jahren. Ist klar, die Verordnungslage hat uns da massive Einschränkungen gemacht. Aber ich bin sehr froh, dass die Menschen es A so gut angenommen haben und dass wir da auch keine großen Probleme hatten. Es waren knapp 22.000 Besucher in unserem Freibad in heißen Sommern wie in den vergangenen Jahren, dann sind das so um die 65.000. Also man sieht ja schon, dass da eine gewisse Einschränkung da war. Das Schwimmbad hatte 2 Wochen länger auf als sonst. Normalerweise zum 1. September immer Schluss. Wir waren etwas flexibler in diesem Jahr. Wir versuchen das auch im nächsten Jahr noch flexibler hinzubekommen. Wird dann auch, denke ich mal, so möglich sein, dass wir das Ganze ein bisschen wetterabhängig machen können, also sprich noch flexibler als dieses Jahr. Das ist nicht ganz so einfach, weil wir haben dann natürlich auch externes Personal. Personal, das an Arbeitsverträge gebunden ist und die Menschen brauchen natürlich auch eine entsprechende Sicherheit. Lösungsansatz ist, dass wir mit unserem festeingestellten Personal das im nächsten Jahr dann flexibel gestalten können. Vielleicht wird es dann das Angebot ein klein wenig reduziert werden müssen für die letzten paar Tage, wo es offen hat. Aber das schauen wir dann mal, wenn es soweit ist. Fakt ist, wir waren in diesem Jahr schon flexibler. Nächstes Jahr wollen wir noch flexibler sein. Und im nächsten Jahr, das haben wir überprüft, unsere Technik lässt das Ganze zu, wollen wir auch ein Hundeschwimmen realisieren. Bürgerhaus in Georgenhausen, Zeilhardt, da hat eine entsprechende Sitzung stattgefunden. Wir haben Magistrat und Stadtverordneten eingeladen zu einer Sitzung und auch den Arbeitskreis eingeladen. Wir haben dann nochmal ein bisschen umplanen müssen, weil das Ganze sonst sehr teuer geworden wäre. Das haben wir gesagt, das können wir auf gar keinen Fall machen. So, wir sind da grundsätzlich so herangetreten, so große Projekte, da gibt es immer 10 unterschiedliche Planungsstufen. Wir haben nur die Planungsphase 1 bis 3 erstmal beauftragt. Das sind die Planungsphasen, in denen man ganz genau feststellen kann, was kostet denn dieses Objekt? Und siehe da, es kam raus, dass es wesentlich teurer geworden wäre als ursprünglich gedacht. Und das wollen wir, wie gesagt, vermeiden, dass da solche bösen Überraschungen dann auftreten, wie man das von anderen Objekten her kennt, weil das ist Steuergeld und wir wollen da sehr vorsichtig herangehen. Und deswegen haben wir dann nochmal zusammengesessen und haben ein bisschen umgeplant. Jetzt passt das Ganze aber auch und ich bin guter Dinge, dass wir noch in diesem Jahr, sprich kurz vor Weihnachten, den Bauantrag einreichen können für das neue Bürgerhaus in Georgenhausen. Was das Baugebiet in Reinheim angeht, Nordwest 3, diese Vergabeverfahren, das ist ein unglaublich aufwendiges Prozedere. Die laufen planmäßig, kann ich euch sagen. Sämtliche Fristen sind da auch eingehalten. Und jetzt ist es momentan so, dass die entsprechend eingereichten Anträge auch durch ein Fachbüro ausgewertet werden. Und dann bin ich auch hier guter Dinge, dass die Stadtverordnetenversammlung einen Aufstellungsbeschluss noch in diesem Jahr fassen kann. Und dann würde das bedeuten, nächstes Jahr im Frühjahr rücken die Bagger an und das Baugebiet wird erschlossen. Warum dauert das eigentlich so lange? Liegt halt daran, ein Baugebiet auf der grünen Wiese zu realisieren. Das ist unheimlich aufwendig. Man braucht unzählige Gutachten, naturschutzrechtliche Gutachten, die nur zu bestimmten Jahreszeiten gemacht werden können. Um nur mal so ein kleines Beispiel zu nennen. Aber wie gesagt, auch hier sind wir jetzt auf einem guten Wege. Standardlokalisierung für Photovoltaikanlagen. Wir haben uns die städtischen Gebäude angeschaut. Die sind untersucht worden. Da sind 4 Objekte dabei rausgekommen, wo es sinnvoll wäre, eine Anlage zu installieren. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch statisch an, dass das eben auch die Statik mitmacht, wenn die Photovoltaikanlage da drauf kommt. Also auch hier tut sich doch einiges. Bei unserem Kindergarten in Zeilhardt haben wir jetzt auch einen entsprechenden Sonnenschutz beauftragt. Auch dadurch wird es dann für die Kinder und für die Erzieherin natürlich ein bisschen angenehmer werden, wenn der Sommer wieder mal heiß werden sollte. In dem Jahr war es ja Gott sei Dank nicht so schlimm wie die letzten beiden Jahre.
Und die große Maßnahme in Gelsenkirchen momentan, die Sanierung der Olnauer Straße, sie läuft planmäßig, kann ich euch sagen. Die gesamte verlorene Zeit ist aufgeholt worden. Und ich gehe momentan davon aus, dass auch planmäßig Ende November, Anfang Dezember diesen Jahres diese Maßnahme dann tatsächlich auch abgeschlossen ist. Die Sanierung der unteren Darmstädter Straße, ein ganz großes Projekt, was im nächsten Jahr beginnen soll. Sämtliche Pläne sind vorgestellt worden. Wir haben die den Anliegern vorgestellt und ich bin sehr froh darüber, dass es da sehr viel Lob gab von den Anliegern und dass die das auch nicht nur gelobt haben, sondern dass es auch schön finden, wie das Ganze werden soll. Auch die Planungsphase, wir werden da in drei Abschnitten arbeiten. Diese ganzen Pläne werden dann jetzt auch noch den Stadtverordneten und dem Magistrat vorgestellt. Und dann hoffen wir mal, dass wir auch die Bewilligungsbescheide durch das Land bekommen, die Genehmigung durch den Bund bekommen, weil es ist ja auch eine Bundesstraße, wie ihr wisst. Und dann kann es auch hier im nächsten Jahr dann losgehen. Die Fahrbahnsanierung von Überau auf die 100 morgen, auch damit haben wir uns beschäftigt. Die Ausschreibung und die Planung sind aktuell in der Vorbereitung. Wir wollen das auch in diesem Jahr noch entsprechend auf den Weg bringen. So, das war jetzt mal so ein kleiner Auszug aus dem, was alles so in der Stadtverordnetenversammlung im Magistratsbericht Thema war. Es ist wie gesagt nur ein kleiner Auszug und ich schaue jetzt mal, es ist ja toll, wie viel schon da sind, freut mich. So, es müsste jetzt lauter sein, Erika. Der jetzt ja schreiben, so gut, sehr schön. Dann möchte ich auf eine Anfrage eingehen vom Kai Bisport. Der Kai ist ja eigentlich immer bei der Online-Sprechstunde dabei, was mich sehr freut, genauso wie mich das freut, dass ihr da seid. Heute kann er leider nicht dabei sein, er hat mir allerdings im Vorfeld ein paar Fragen gestellt, wie es aussieht zum Leerstand bei Geschäften, wie es aussieht mit der Entwicklung Nordwest 3 und. Also man der Reihe nach mal so ein bisschen abgearbeitet, die Eisdiele von Wemmeln, die wird es aller Voraussicht nach im nächsten Jahr an dem jetzigen Standort nicht mehr geben. Muss man mal schauen, ob es eine Alternative gibt. Ich habe da versucht, entsprechend zu unterstützen, habe mehrere Gespräche auch geführt. Momentan ist das halt so, dass da privatrechtliche Hintergründe da sind, wo die Stadt keinen Einfluss drauf hat. Vielleicht gibt es dann doch noch irgendwo an einer anderen Stelle eine Möglichkeit. Aber da, wo jetzt momentan der Wendel drin war, kann er im nächsten Jahr leider nicht mehr sein. Aber das ist eine privatrechtliche Sache, die uns auch nichts angeht. Die Drogerie Werner und die Engelapotheke, das habt ihr mitbekommen, für uns genauso überraschend wie für euch, dass da jetzt leider die Schließung ins Hause steht. Wir haben hier Kontakt mit dem Eigentümer bzw. mit dem Makler. Wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, wir können da nicht so direkt einsteigen, um hier auch keine Marktbeeinflussung vorzunehmen, aber das, was wir tun können, weil wir entsprechende Studien haben, weil wir Untersuchungen haben, dass wir eben diese Studien und Untersuchungen weitergeben an den Makler, dass wir auch sagen können, wo denn Rheinheim tatsächlich Bedarf hat, in welchem gewerblichen Bereich Bedarf dasteht, da wird es auch in der nächsten Woche ein Gespräch geben. Und da sind wir also im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die eingeschränkt sind, selbstverständlich dabei zu unterstützen, weil wir auch wollen, dass da ein entsprechendes Gewerbe wieder dann auch dabei ist. Das Grundstück beim Niestingkreisel, wo diese Bodenbetonplatte seit über einem Jahr brach liegt, auch da gab es eine Frage. Ich kann euch sagen, dass da jetzt nochmal ein Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung sein wird. Das möchte der Besitzer das Grundstück ein bisschen vergrößern. Ich weiß nicht, wie die Stadtverordnetenversammlung entscheidet. Ich gehe allerdings von einer Zustimmung aus. Und dann kann es da auch weitergehen, dass da momentan nichts passiert. Das hat der Eigentümer nicht zu verschulden. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass da Lieferketten nicht mehr funktioniert haben. Das habt ihr ja in anderen Bereichen auch mitbekommen. Und deswegen hat es da etwas gedauert, aber das Ganze soll im nächsten Frühjahr dann auch weitergehen. Wir werden jetzt die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, dass es noch ein bisschen größer wird und dass dann er auch sinnvoll und wirtschaftlich da bauen kann. Die Fläche nebendran, das ist das Grundstück, das momentan ziemlich doll bewachsen ist, das hat die Stadtverordnetenversammlung auf eine Beschlussvorlage des Magistrats verkauft.
Wir haben da sehr intensiv mit der Bundesimmobilienanstalt in den letzten Monaten Verhandlungen geführt. Normalerweise gehen solche Verhandlungen 3 Jahre. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, das innerhalb von einem Dreivierteljahr auf die Reihe zu bekommen, dass dieses Grundstück verkauft wird. Das gibt fast eine Dreiviertelmillion Einnahme in die Stadtkasse. Und dort wird die Bundesimmobilienanstalt dann auch bauen. Das THW wird zurück nach Reinheim kommen. Ihr wisst das vielleicht. Vor 25, 30 Jahren war es ursprünglich in Schwachbrücken. Die letzten Jahre war es dann in Wembachan. Und jetzt wird es wieder zurückkommen. Bedeutet für die Stadt mehr Sicherheit und ein sinnvoller Verkauf dieses Grundstücks. Und dann ist tatsächlich nur noch eine kleine Fläche offen. Das sind zwei Grundstücke überhalb von der Firma Eisner, neben dem Nettomarkt. Und auch hier führen wir aktuell sehr intensive Gespräche mit einem Investor, um dort etwas hinzubekommen, dass auch die ImmaCom-Studie sagt, dass es für Reinheim sehr sinnvoll wäre. Also auch hier tut sich etwas. Was Nordwest 3 angeht, das neue Baugebiet, das gibt ein Mischmasch: Baugebiet, Mischgebiet und Gewerbegebiet, also für alle etwas. Es wird im Gewerbegebiet haben wir mehrere Anfragen, was da alles so entstehen könnte, von der Eventgastronomie bis hin zum Baustoffhandel. Da richten wir uns natürlich danach aus. Was das Mischgebiet angeht, also Wohnen und Gewerbe in einem Haus, auch da gibt es relativ viele Anfragen. Und was das Bauland angeht, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir das entsprechend losbekommen, sofern die Parameter stimmen, dass auch nicht zu teuer wird. Da versuche ich auch momentan darauf hinzuarbeiten, dass wir das Ganze finanziell so günstig wie möglich bekommen, sprich, dass es bezahlbarer Wohnraum wird. Und dann wird auch hier etwas Großes, Nachhaltiges entstehen und das, wie gesagt, auf eine sehr breit aufgestellte Art und Weise. Das ist das, wie wir grundsätzlich herangehen, dass eben halt auch ein möglichst breites Angebot da ist. So, jetzt gucke ich hier mal. Jetzt habe ich nämlich eine ganze Menge schon erzählt, ob es da schon Fragen gibt. Es ist toll zu sehen, wie viele Menschen da sind. 130 sehe ich hier gerade bei mir. Eine Frage direkt habe ich jetzt noch nicht. Sage euch aber nochmal alle Hallo gemeinsam. Bleiben wir nochmal bei Nordwest 3. Ich gehe davon aus, dass das bis zu 60 Bauplätze werden. Die werden auch alle eine unterschiedliche Größe bekommen. Also irgendwas so zwischen, naja, ich denke mal 400 und 500 Quadratmeter, je nachdem, wie der Geländezuschnitt ist, dass es eben halt auch möglich ist, das möglichst sinnvoll ein Baufenster hinzubekommen, dass man dann halt auch sein Häuschen so platzieren kann, dass das Ganze energetisch sinnvoll ist, dass es auch ökologisch sinnvoll ist. Und da braucht man, wie gesagt, eine gewisse Grundstücksgröße. Es wird der überwiegende Anteil Einfamilienhäuser sein. Es wird allerdings auch Reihen- und Doppelhäuserbebauung möglich sein, um da halt auch ein möglichst breites Angebot zu bekommen. Ich habe die letzten 3 Wochen mir sehr viele Baugebiete angeschaut. Ich war gemeinsam mit unserem Bauamtsleiter unterwegs. Wir haben uns im Umkreis von, naja, 150, 200 Kilometern sämtliche Neubaugebiete der letzten Jahre angeschaut, um eben zu sehen, was andere machen und wie sie es machen, was das Ganze auch kostet, dass wir es halt auch bei uns mit einem möglichst breit aufgestellten Angebot realisieren können. Da sind tolle Dinge dabei rausgekommen. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen die textlichen Festsetzungen besprechen in den städtischen Gremien. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir im November bereits den Aufstellungsbeschluss mit der vorzeitigen Beteiligung fassen können. Und dann wäre es tatsächlich möglich, zu sagen, dass im nächsten Frühjahr, späten Frühjahr, Anfang Sommer auch die Erschließung dieses großen Baugebiets beginnt. Und das wird sehr, sehr wichtig. So, jetzt gehen wir mal ein. Jetzt gibt es nämlich schon ein paar Fragen. Der Udo Schmung fragt, die Parksituation an der Ludwigstraße sollte mal überdenkt werden. Momentan ist das eine Zumutung für den Verkehr. Herr Schmuck, ja, grundsätzlich haben Sie da recht. Man muss allerdings beide Seiten sehen. Es gibt zum einen Anliegerinteressen und es gibt zum anderen die Interessen des Verkehrs. Ich weiß, dass das manchmal, was Rückstau angeht,
nicht unerheblich ist. Und wir hatten ein Gespräch gehabt mit sämtlichen Fachaufsichtsbehörden, was Verkehr angeht, bei Land, bei Bund und auch bei Landkreis. Und wir haben also in Bezug auf die Sanierung der unteren Stramstedter Straße und in diesem Kontext haben wir es auch die Ludwigstraße vorgenommen. Und wir sind mit Hessen Mobil, das ist die große Verkehrsplanerbehörde in unserem Bundesland, so verblieben, dass wir gesagt haben, wir warten jetzt die Genehmigung der entsprechenden Planungen der unteren Darmstädter Straße ab. Und wenn das erfolgt ist, dann wäre es auch möglich, sich die Ludwigstraße nochmal ganzheitlich vorzunehmen, was es da an Möglichkeiten gibt. Da sind ganze Menge Ideen da, von halbseitigen Parken, von Parkbuchten bis hin zur Einbahnstraße. Da brauchen wir aber, wie gesagt, die entsprechende Zustimmung der Aufsichtsbehörden bzw. auch deren fachlichen Rat. Aber dass das so, wie es momentan ist, keine gute Lösung ist, das steht außer Frage. Es muss allerdings auch so sein, dass es für die Anlieger möglich ist, da zu parken. Und das sind also zweierlei Interessen nach Möglichkeit auf einen Nenner zu bringen. Die Susanne Stephan sieht das genauso. So, was ist eigentlich mit dem Gebäude am Teichweg, Clubhouse Nummer 17, neben der Praxis von Susanne Martin? Fragt die Nathalie Wustiger. Schönen Namen. Das Grundstück ist verkauft. Die Stadtverordnetenversammlung hat verschiedene Parameter festgesetzt, nach denen dieses Grundstück verkauft werden sollte. Also da geht es auch darum, da ein altersgerechtes Wohnen zu machen, auch ich sag mal, eine Art sozialer Wohnungsbau auch mitzufördern, also mit einer Preisbindung über gewisse Jahre, Mietpreisbindung über gewisse Jahre. Und da ist jetzt auch der entsprechende Abrissantrag für das Gebäude gestellt worden, seitens des Eigentümers, und der wird dann auch anfangen zu bauen. Die Stadt, wie gesagt, hat dieses Grundstück verkauft und wir sind sehr froh, dass dort etwas Sinnvolles entstehen wird für ältere Menschen und Menschen, die naja, ein nicht ganz so gutes Einkommen haben. Also Teichweg 17, das ist auch die richtige Hausnummer, das ist sozusagen städtischerseits abgeschlossen. Und jetzt wissen wir allerdings auch, dass der neue Eigentümer dieses Grundstücks da sich auf den Weg gemacht hat. Wir sehen das ja auch anhand der Anträge und anhand der Genehmigungen, die bekommen wir immer in Kopie, dass da bereits sehr vieles geleistet wurde. So ist es, Herr Freimuth, da waren Menschen drin gewesen. So, der Heinrich Vormittag ist auch da. So, jetzt trinke ich mal einen kleinen Schluck. So, mal gucken, dass ich dann nichts übersehen habe. Bam, bam, bam. So. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen, wenn ich jetzt nichts mehr übersehen habe. Ich möchte nochmal zurückkommen auf Nordwest 3. Mich würde da auch eure Meinung interessieren. Dass ihr uns auch mal mitteilt oder mir auch mal mitteilt, was ihr für eine Erwartung an dieses Baugebiet habt. Da geht es dann auch um das Thema Klima, da geht es um CO2-Neutralität und, und. Da gibt es verschiedene Überlegungen, was man da so machen kann. Das Ganze ist natürlich auch entsprechend aus gesetzlicher Sicht zu betrachten und natürlich auch insbesondere aus finanzieller Sicht zu betrachten. Also bezahlbarer Wohnraum und, und. Deswegen wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir einfach mal eine Rückmeldung geben würdet in den nächsten Tagen, wie ihr so dazu steht. So, dann gucken wir mal. Die Frau Schüssler fragt, wie will die Stadt Rheinheim den künftigen Ärztemangel abfangen? Also, Frau Schüssler, die Stadtverordnetenversammlung hat einen Antrag gestellt auf die Einrichtung eines medizinischen Versorgungszentrums. Der Kreistag hat das Ganze beschlossen. Wir haben da auch entsprechend Gespräche geführt und momentan kann ich Ihnen sagen, dass da zwei Vertragspartner, die Stadt Rheinheim ist kein Vertragspartner, zusammensitzen und in Verhandlungen sind. Es sind momentan auch, wir sind momentan in der Endphase dieser Verhandlungen und es wird dann mit Sicherheit in den nächsten 3, 4 Wochen auch ein Ergebnis geben.
Und nach jetzigem Stand kann ich Ihnen voller Überzeugung sagen, Frau Schüssler, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir einen Hausärztemangel zukünftig bei uns in der Stadt haben, weil da, wie gesagt, man sich auf einen sehr guten Weg gemacht hat. Also da glaube ich, diesen Antrag, den wir gestellt haben, die Gespräche, die wir gerade in den letzten 6 Monaten geführt haben, dass die von Erfolg gekrönt sein werden. Warten Sie es einfach mal ab. Wir können das Ganze nicht veröffentlichen. Das ist Sache der beiden Vertragspartner, weil wir keine Vertragspartner sind. Wir begleiten diese Gespräche, wir unterstützen sie, aber es ist Sache der Vertragspartner, das Ganze auch öffentlich zu machen. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir einen Hausärztemangel bei uns zukünftig haben werden. Ganz im Gegenteil, ich gehe von einer Verbesserung der aktuellen Situation aus. So. Dürfen Hecken von Privatgrundstücken weit über die Grenze wachsen und Gehwege beinahe komplett unbegehbar machen? Fragte Kai. Nein, das dürfen sie natürlich nicht. Kai, ich kann dir auch sagen, wir haben da eine entsprechende Vorlage für Facebook und auch für die Presse vorbereitet. Die werden wir auch in der nächsten Woche veröffentlichen. Momentan darf man ja zurückschneiden, aber es ist grundsätzlich so, alles, was bei dir auf dem Grundstück vom Nachbar rüberhängt, das kannst du abschneiden. Und das, was auf Gehwegen hängt, das ist auch entsprechend zurückzuschneiden. Verkehrssicherungspflicht nennt man das Ganze. Aber auch da werden wir noch einmal darauf hinweisen, dass da bitte jeder auch seiner entsprechenden Pflicht nachkommt. So, die Marion Bendinger schreibt: Hallo, warum stehen am Ende der Habitzheimer Straße in Spachbrücken gegenüber dem Neubaugebiet rot-weiße Wagen vor einem Grundstück, damit man immer drum herum fahren muss? Sehe da keine Behinderung. Also, Frau Bendinger, diese Wagen sagen wir jetzt aus dem Stegreif heraus so nichts. Wir nehmen das auf und melden uns bei Ihnen über Facebook, was da genau momentan ist. Weil aus dem Stegreif, tut es mir leid, kann ich momentan nichts dazu sagen. So, jetzt muss ich gucken. Aber Feig, fragt die Frau Schaffert, kann man denn nicht etwas Licht in den Grenzweg in Zeilhard bringen, gerade jetzt, wo die dunklere Jahreszeit beginnt? Also, Frau Schaffert, ich hatte es vorhin gesagt, wir haben eine Solarleuchte gesetzt am Nikolaiweg in Reinheim. Mit der sind wir momentan in einer Testphase. Und wenn diese Testphase abgeschlossen ist und zu einem positiven Ergebnis kam, dann ist es eben so, dass wir gleich mehrere Stellen im Stadtgebiet in den nächsten 2, 3 Jahren dann auch mit diesem Leuchten ausstatten wollen. Die dunkle Jahreszeit wird uns jetzt da genaue Erkenntnisse bringen. Das sind Solarleuchten mit LED-Technik und natürlich auch mit einem entsprechenden Akku. Wir wollen schauen, dass das aber auch über die ganze Nacht hinweg tatsächlich eine Beleuchtung bringt. Wenn diese Tests abgeschlossen sind, dann ist auch der Grenzweg einer von mehreren Bereichen, von Plätzen angefangen über Wege, wo wir darüber dann auch entsprechende Haushaltsmittel bereitstellen wollen, um da eine Beleuchtung hinzubekommen. Wir nehmen das aber im Grenzweg nochmal separat ins Protokoll von der Sprechstunde auf. So, dann gucke ich mal. Hallo, was bedeutet ein roter Punkt auf einem Gullydeckel? Fragt die Frau Falter. Also, wir haben momentan, gute Frage, Frau Falter, habe ich ganz vergessen, vorhin noch zu erwähnen im Magistratsbericht, wir haben momentan sehr, sehr umfangreiche Kanal-TV-Inspektionen. Das heißt, da wird eine Kamera in die Kanalisation abgelassen und da werden dann die Kanäle angeschaut, ob es da irgendwelche technischen Probleme gibt, ob die Schäden haben. Das geht bis hin zu Hausanschlüssen in gewissen Bereichen. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Maßnahme und diese Maßnahme dient dann immer dazu, dann auch zu schauen, wo wir in den nächsten Jahren Sanierungsmaßnahmen vorantreiben wollen. Diese Schäden werden in ein Kataster eingetragen, ein sogenanntes Schadenskataster, und die sind klassifiziert von 0 bis 6. 0 ist ganz, ganz schlecht, 6 ist gut, also gerade umgedreht, wie es bei der Schule ist, von 1 bis 6. Dieser rote Punkt ist eine Kennzeichnung, wo man entsprechend schon war, beziehungsweise wo Oberflächenarbeiten möglicherweise notwendig sind. Also deswegen dieser rote Punkt. Das sind momentan diese großen grünen Autos, die im Stadtgebiet unterwegs sind und immer mal wieder so, na, ich will nicht sagen, Verkehrschaos machen, das tun sie nicht. Aber das sind sehr umfangreiche Maßnahmen, wo es dann halt auch immer mal wieder zu Sperrungen kommt. Aber es dient eben der Untersuchung von unserem Kanal. Dass man mal so ein bisschen schaut, wie wichtig so Kanalarbeiten sind.
Das sieht man bei der Sanierung der unteren Darmstädter Straße. Da ist nämlich momentan ein Kanal drin, der einen Durchmesser von 25 cm hat. Es gibt dann immer sogenannte hydraulische Berechnungen, die dann auch zeigen, wie groß der Kanal vom Querschnitt sein muss, um Regenmengen größeren Maßes aufzunehmen. Und wie gesagt, momentan haben wir in der unteren Darmstädter Straße einen Kanal mit 25 cm Durchmesser und zukünftig wird dort ein Kanal verlegt sein, der 1,20 Meter Durchmesser hat. Also ein sehr aufwendiges Gewerk, das wir da zu stemmen haben, nicht nur technisch gesehen, sondern auch finanziell gesehen. So, dann gucken wir mal, was wir noch haben. Sehr gerne, Frau Schüssler. So, die Gabi Jung schreibt: Hallo und guten Tag, ich melde mich zum Thema Stadtpark. Ich finde den Stadtpark grundsätzlich sehr schön, auch zum Spazierengehen oder um die Sportgeräte zu nutzen. Ich finde jedoch die Sauberkeit und Ordnung überfüllte Papierkörbe und ramponierte Geräte sehr unattraktiv. Außerdem fühle ich mich nicht sicher, weil sich an bestimmten Plätzen stets eine Menge Personen treffen, die mir Angst machen und ich mich einfach unwohl fühle. Meine Umfrage im Bekanntenkreis hat ergeben, dass ich mit der Meinung nicht alleine bin. Wir Rheinheim meiden den Platz. Das ist bedauerlich und ist so bestimmt nicht gedacht. Die Frage ist: Ist das Problem erkannt und gibt es Maßnahmen? Also, Frau Jung, ja, das Problem ist bekannt. Was die Spielgeräte angeht, wir lassen die immer durch den TÜV überprüfen. Wenn da irgendwelche Dinge dabei rauskommen, wo etwas nachgearbeitet werden muss, dann macht das der Bauhof grundsätzlich oder halt eine Fachfirma. Und was die Sache Sicherheit im Stadtpark angeht, kann ich Ihnen sagen, hier auf meinem Schreibtisch liegt der Entwurf des Haushaltsplans für das nächste Jahr. Den werde ich Ende Oktober in die Stadtverordnetenversammlung einbringen. Und darin ist auch ein fünfstelliger Betrag vorgesehen, um das Beleuchtungskonzept im Stadtpark zu ändern. Zum einen die historische Bedeutung des Stadtparks etwas mehr hervorzuheben, dass es schöner wird, aber zum anderen auch mehr Sicherheit durch mehr Beleuchtung in den Stadtpark zu bringen, was die dunklen Ecken angeht und, und. Das ist erkannt und das ist das, was wir seitens der Stadt tun können. Deswegen habe ich es auch in meinem Haushalt so aufgenommen, den ich in die Stadtverordnetenversammlung einbringen werde. Wir wissen allerdings auch, dass es da manchmal auch andere Menschen gibt, die sich in diesem Stadtpark herumtreiben. Ich kann Ihnen allerdings auch sagen, dass ich weiß, dass die Polizei viel aktiver ist, als viele Menschen das überhaupt wahrnehmen. Ähnlich wie beim Denkmal oben am Bahnhof auch. Auch da war die Polizei viel aktiver, als man das eigentlich so wahrgenommen hat. Aber das ist eine polizeitaktische Maßnahme. Die wissen da schon, was sie tun. Also, Frau Jung, es wird mehr Beleuchtung dann im nächsten Jahr auch geben, vorausgesetzt, die Stadtverordneten folgen meinem Haushalt und beschließen ihn. Aber davon will ich jetzt nicht sagen, dass ich ausgehe, aber ich hoffe es zumindest. So, die Frau Lehn fragt: Wer ist denn für den Baum- und Strauchbewuchs entlang des Dilsbachs in der Adelungsstraße in Sprachbrücken zuständig? Man kommt kaum mit dem Auto vorbei, wenn da Fußgänger oder Radfahrer dabei sind. Frau Lehn, so pauschal kann ich Ihnen das nicht sagen, weil das unterschiedliche Eigentümergemeinschaften sind, weil das unterschiedliche Pflegegemeinschaften sind, die da tätig sein müssen. In Teilen ist es der Bauhof. Aber auch der Abwasserverband. Am besten wäre es, Frau Lehn, wenn Sie mir eine Nachricht über Facebook schreiben oder, was mir noch viel lieber wäre, eine kurze E-Mail. E-Mail-Adresse finden Sie unten, dann gebe ich das in die entsprechende Fachabteilung und dann kümmern die sich auch drum. Wir haben, was das Wassererlebnisband angeht, sehr viel zurückgeschnitten in diesem Jahr. Aber das Ganze ist halt sehr, sehr aufwendig. Ich kann Ihnen da mal auch ein Beispiel nennen. Wir haben diese Arbeiten fremd vergeben wollen. Wir haben keine einzige Firma gefunden, die ein Angebot abgegeben hat. So sieht es leider auch aus. Aber Frau Lehn, den Bereich müsste ich ein bisschen genauer wissen. Schicken Sie mir doch bitte einfach eine E-Mail. So, die Frau Lipp schreibt: Ein paar öffentliche Mülleimer in Sprachbrücken wären gut. Es ist unschön, die eingetüteten Hinterlassenschaften seiner Hunde so lange mit sich herumzutragen. Also, Frau Lipp, wir haben bereits sehr viele von diesen Hundekot-Spendern und auch von den entsprechenden Abfalleimern. Wir haben, das hatte ich in der letzten Online-Sprechstunde ja auch gesagt, wir machen momentan das Seewiesen-Test mit einem anderen Müllgefäß, was
geruchsneutralisierend wirkt, in der Hoffnung, dass wir dann auch die finanziellen Mittel haben, diese Mülleimer dann auch zukünftig flächendeckend unterzubringen. Das ist natürlich ein Prozess, der geht über mehrere Jahre, ist sehr aufwendig. Frau Lipp, wir sind immer sehr froh darum, wenn man für so einen Hundegrundbehälter auch entsprechenden Paten findet. Also Menschen, die bereit sind, dann auch mal danach zu schauen, wenn er denn voll ist, die bei uns anrufen und ein bisschen danach schauen. Wenn Sie in Sprachbrücken da jemanden finden, der an der anderen Stelle bereit wäre, ich kann Ihnen sagen, ich selbst habe da auch zwei Menschen gefunden, die haben gesagt, alles klar, liebe Stadt, wenn du uns da einen Mülleimer hinstellst, dann schauen wir auch danach und melden, wenn er entsprechend voll ist. Das hat wunderbar funktioniert. Es wäre schön, wenn wir das dann auch so weiterführen könnten. Dann kann das auch entsprechend umgesetzt werden. Der Bauhof ist da schon sehr emsig, was das Leeren von Mülleimern angeht, aber manchmal hilft es natürlich auch, wenn wir da ein bisschen zusammenarbeiten. Also diese Patenschaften, das hat immer sehr gut funktioniert, dieses Modell. Würde ich auch erstmal versuchen, dass wir da entsprechend dann auch gemeinsam dran weiterarbeiten. Zum Thema Müll allgemein, ich habe gestern ein paar Bilder bekommen, wo jemand Müllberge entsorgt hat. Es ist unglaublich, was wir für einen personellen Aufwand hier stemmen müssen, gemeinsam mit dem Bauhof, was das Ganze für einen Ärger bedeutet und was es auch für eine Umweltverschmutzung ist. Da liegt Müll in Bachläufen drin, an schwer zugänglichen Stellen. Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt so gute Entsorgungsmöglichkeiten für sämtliche Arten von Müll. Warum das immer wieder so sein muss, es ist kein Arnheimer Problem leider, das ist inzwischen ein flächendeckendes Problem. Wir versuchen da auch entsprechend zu ermitteln, also überall da, wo größere Müllablagerungen sind, schauen wir uns den Müll an, ob man auf irgendjemand Rückschlüsse ziehen kann, von wem der Müll stammen könnte und, und. Es ist allerdings sehr, sehr schwierig. Wenn wir alle mal ein bisschen mehr aufeinander achten und auch die Menschen ansprechen, die irgendwo etwas wegwerfen, ich habe das letzte Woche im Stadtpark auch gemacht, die haben uns dann eine Zigarettenkippe weggeworfen, ich habe ihn darauf angesprochen. Naja, es gab einen etwas unschönen Blick, aber ich bin erst dann gegangen, als die Kippe dann auch eingesammelt war und da gelandet ist, wo sie zu landen hat. Manchmal muss man dann auch hartnäckig sein, aber was das Thema Müll angeht, wir haben inzwischen zwei Menschen auf dem Bauhof, zwei Mitarbeiter, die machen nichts anderes mehr als Müll einsammeln und das ist schon, das bindet Kräfte ohne Ende. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Schade, dass es so aussieht. So, der Kai Metzger fragt, gibt es Pläne zur Veränderung der Grundsteuer? Lieber Kai, von meiner Seite aus gibt es keine Pläne zur Veränderung der Grundsteuer. Reinheim ist, was seinen Grundsteuerdurchschnitt angeht, schon wieder, oder seinen Grundsteuerhebesatz angeht, schon wieder unter dem Landesdurchschnitt. Der ist nämlich inzwischen deutlich höher. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass uns der Gesetzgeber zwingt, da irgendwelche Maßnahmen herbeizuführen. Natürlich ist es so, dass die finanzielle Situation aller öffentlichen Haushalte eine Katastrophe nach der eigentlichen Katastrophe ist. Aber von meiner Seite und in diesem Haushaltsentwurf, den ich in die Stadtverordnetenversammlung einbringen werde, ist keine Grundsteuererhöhung meinerseits drin. Okay? So. Bam, bam, bam. Ja, Frau Jung, sehe ich genauso. Dann gucke ich mal weiter. Die Jugendlichen habe ich keine Probleme, bin jeden Abend im Aquarienverein. Genau, Herr Schmunk, es gibt solche und solche Jugendlichen. Man darf da nicht alle über einen Kamm scheren. Ich sehe auch immer, ich habe ja relativ viele Sitzungen abends im Hofgut, ich sehe da auch immer relativ viele Jugendliche da stehen oder sitzen. Ich spreche die auch immer an, sage ordentlich Guten Tag oder Guten Abend und ich kriege da meistens eine ordentliche Antwort zurück. Man darf da auf gar keinen Fall irgendwelche Pauschalaussagen treffen. Man muss eben ganz genau hinschauen. Und wenn Sie das auch tun, wenn Sie abends bei den Aquarienfreunden sind, umso besser. Übrigens, bei den Aquarienfreunden war ich noch nicht. Ich bin immer nur außen vorbei gelaufen. Würde mich freuen, wenn ihr mal Kontakt aufnehmen würdet. Ich würde gerne mal bei euch reinschauen, weil ich einfach neugierig bin. Okay? Wenn es euch passen sollte. So. Beleuchtung in der Siedlung. Ja, wenn wir helfen können. Liebe Ariane Flamm, dann tun wir das natürlich sehr gerne und da konnten wir helfen. Also ist für uns selbstverständlich. So.
Die Frau Freitag schreibt, bei der Straßenbeleuchtung bitte nicht die Geschwister Schollstraße vergessen. Vor unserem Haus ist eine Straßenlaterne, die überwiegend den Baum anleuchtet. Unsere Straße runter, Heinrich-Dunant-Straße, ist es auch recht finster. Frau Freitag, das nehmen wir ins Protokoll mit auf und schauen wir uns auch entsprechend an. Vielleicht muss da etwas zurückgeschnitten werden. Das kann ja mal passieren. Dann muss man eben drüber sprechen, muss die Leute darauf hinweisen. Wenn wir es selbst zu machen haben, machen wir es auch selbst. Wir nehmen das mit ins Protokoll auf und Frau Freitag, wir geben Ihnen auch eine Rückmeldung. So, Frau Jung, sehr gerne. Dann gucke ich mal, gibt es eine Planung wegen dem Weihnachtsmarkt? Finde im Stadtpark wäre doch genug Platz, trotz Corona, schreibt die Frau Sandner. Frau Sandner, sehr, sehr schwierig. Die Städte und Gemeinden, wir haben es jetzt mal, also die Bürgermeister haben ja nach wie vor ihre Telefonkonferenzen. Da sitzt aber immer das Gesundheitsamt in dieser Telefonkonferenz mit dabei. Es ist sehr schwierig, ein Konzept zu machen, das der Verordnungslage entspricht. Und dann muss man auch ganz klar sagen, es könnte sein, dass man heute ein Konzept macht, das Gesundheitsamt genehmigt es morgen und übermorgen gibt es eine neue Verordnungslage und dann war alles für die Katz. Planungssicherheit bedeutet das natürlich auch nicht. Momentan ist es so, dass unser Weihnachtsmarkt, der findet im Stadtpark eigentlich grundsätzlich nicht statt, weil das war früher mal so gewesen, habe ich mir sagen lassen. Da gab es aber dann auch immer mal wieder Probleme, gerade wenn es ein sehr nasser Winter war, dann hat der Rasen entsprechend ausgesehen, hat die Rasenfläche entsprechend ausgesehen und die Menschen sind dann dadurch den Schlamm gelaufen und deswegen hat man ihn dann raus in die Kirchstraße verlagert. Stand jetzt, der Magistrat wird sich mit diesem Thema beschäftigen und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bei uns im Landkreis haben fast flächendeckend gesagt, sie wissen nicht, wie ein Weihnachtsmarkt durchgeführt werden sollte, dass er der Verordnungslage entspricht. Ich sehe das genauso, wir könnten vielleicht noch eine Zugangsbeschränkung machen, aber spätestens am zweiten Stand wäre das Ganze schon wieder hinfällig, weil sich da dann eben die Menschen tummeln und in diese Bütchen reinschauen wollen, was ja auch nachvollziehbar ist. Wir versuchen da eher eine Alternative für das sehr stark leidende oder auch sehr stark leidende Schaustellergewerbe zu realisieren, dass wir eben Flächen während der Weihnachtszeit zur Verfügung stellen für einen Zuckerwattestand, für ein Karussell, um da eine Hilfestellung zu geben. Aber Weihnachtsmarkt, muss man mal schauen, was der Magistrat für eine Entscheidung in den nächsten Tagen treffen wird. Stand jetzt wüsste ich nicht, wie man das hinbekommen soll und auch meine Amtskolleginnen und Kollegen wissen es nicht. Auch das Gesundheitsamt sagt, das so zu machen, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden, das ist eigentlich ausgeschlossen. Sehr bitter, ich weiß, aber auch da bin ich ehrlich, es gibt in diesem Jahr einfach zu große Hürden, um das Ganze auf die Reihe zu bringen. Leider. So, die Frau Lehr fragt Nordwest 3, ob es da noch was Neues gibt. Ich mache es ganz kurz, das habe ich nämlich vorhin gesagt. Frau Lehr, vielleicht einfach zurückscrollen im Video nochmal. Kannst du dir im Nachgang anschauen. Ausstellungsbeschluss ist geplant für November diesen Jahres und dann könnten im Sommer nächsten Jahres die Bagger auch anrücken. Wir sind, was die textlichen Festsetzungen angeht, im Entwurf soweit seitens der Verwaltung durch. Jetzt muss das Ganze in die politischen Gremien und dann werden da auch Entscheidungen getroffen werden. So. Herzliche Grüße aus der Partnerstadt Sanok, das freut mich sehr. Herzliche Grüße zurück. Wir hatten in den letzten Tagen und Wochen etwas mehr Kontakt, was mich sehr gefreut. Lass uns das bitte auch so beibehalten. So. Die Frau Falter schreibt, wäre bei einem zweiten Lockdown in den Kindergärten für eine Notbetreuung gesorgt, was wir natürlich nicht hoffen wollen, also auf einen zweiten Lockdown, ist für den Kindergarten Zauberwald irgendwann mal geplant, grüne Wiese zu pflanzen, statt diesen Deckbuckel bzw. Wald, wie es genannt wird. Also, der Kindergarten Zauberwald war bei mir gewesen, das ist schon einige Monate her, als es darum ging, den Bebauungsplan aufzustellen für das neue Bürgerhaus in Görgenhausen. Da ist eine kleine Fläche vorgesehen, Frau Falter, dass da der Kindergarten etwas machen kann. Aber wenn der Kindergarten konkrete Pläne hat, dann kann man da auch auf mich zukommen. Dann kann man da auch jetzt schon mal schauen, ob man irgendwo eine Alternative auf einem privaten Gelände findet. Also
Ich rede da gerne mal mit den Landwirten. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Landwirte da auch bereit sind, einen gewissen Flächenanteil auch mal zur Verfügung zu stellen. Was die Notbetreuung angeht, während einem Lockdown, naja, Frau Waller, ich glaube, Sie haben gemerkt, Rheinland war ja eine der ganz wenigen Städten, die in diesem Jahr nach diesem Lockdown gesagt haben, wir werden keine generellen Schließzeiten umsetzen in unseren Betreuungseinrichtungen. Wir haben eine Bedarfsabfrage bei den Erziehungsberechtigten gemacht und dann auch ein Angebot realisiert, dass eine Notbetreuung auch während der üblichen Schließzeiten vorhanden war. Ich weiß nicht, ob es einen zweiten Lockdown gibt. Ich gehe momentan nicht davon aus, dass, wenn es eine solche Maßnahme geben sollte, dass sie noch einmal in der Art und Weise stattfindet wie beim ersten Lockdown, also sprich flächendeckend. Sie kennen ja mit Sicherheit dieses Ampelsystem. Nach diesem Ampelsystem arbeitet man in Hessen, arbeitet man auch bei uns im Landkreis. Man wird also dann eher hinschauen, in welchen Bereichen Kommunen möglicherweise ein Hotspot besteht und dann da ganz lokale Nadelstiche, dass man sozusagen setzen, um Maßnahmen auch anzuordnen. Und da ist dann eben die große Frage, wo findet möglicherweise oder wo hat so ein Ausbruchereignis stattgefunden? Das ist etwas anderes, ob so etwas in einer Betreuungseinrichtung stattfindet, in einer Seniorenwohnanlage stattfindet oder möglicherweise in einem Gewerbebetrieb. Ja, das muss man dann schauen, aber das werden lokale Maßnahmen sein, die dann auch entsprechend umgesetzt werden. Ich weiß nicht, was dann in dieser Verordnung drin steht. Aber was ich weiß, ist, oder wo ich zumindest das Gefühl habe, dass inzwischen auch bei den Menschen, die die Verordnung machen, dass bei denen angekommen ist, dass man zwar alle Menschen und die Kinder natürlich auch und das Personal dort schützen muss, aber dass es auch entsprechende Angebote geben muss. Das heißt, einen flächendeckenden Lockdown in der Form, wie wir ihn im Frühjahr hatten, glaube ich nicht, dass er noch einmal kommen wird. Wir sind natürlich abhängig davon, um nochmal auf Ihre Frage nochmal konkret einzugehen, was in dieser Verordnungslage drinsteht. Wir sind nicht diejenigen, die entscheiden, was passiert in der Einrichtung, was darf passieren und, und. Da gibt es die entsprechenden Vorgaben der Verordnung, da gibt es die entsprechenden Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und auch der Betriebserlaubnis durch das Jugendamt des Landkreises. Also, man denkt oftmals, das ist die Einrichtung der Stadt und die Stadt kann entscheiden, wie sie will. So ist es leider nicht. Ja, manchmal ist es auch ganz gut so, dass es so nicht ist, weil es dann eben flächendeckend gleich gemacht werden sollte. Deswegen, wir gucken mal, wenn es wirklich soweit sein sollte, was in dieser Verordnung drin steht. Aber Betreuung ist etwas sehr Wichtiges und ich glaube, das ist auch jedem, der politische Verantwortung trägt, auf übergeordneter Ebene auch bewusst, Frau Falter. So, dann gucke ich hier mal. Frau Lehr macht überhaupt nichts, deswegen einfach zurückscrollen und dann sehen Sie das Ganze auch. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. So, die Frau Höll schreibt: Hallo Herr Feig, die Raserei hat meines Erachtens ziemlich zugenommen. Im Teichweg, ich finde es sehr erschreckend, dass egal zu welcher Uhrzeit und auch nachts um 4 Uhr anscheinend immer derselbe den Teichweg hochrast, dann die Bahnhofstraße hoch und die Darmstädter Straße wieder runter. Kann man da etwas machen? Frau Höll, ja, Sie können das Kennzeichen aufschreiben und Sie können bei uns ja eine Anzeige erstatten. Das sagen wir grundsätzlich jedem. Man muss dann halt auch bereit sein, diese Anzeige vorzunehmen. Ich kann Ihnen sagen, das hat ein anderer Bürger unserer Stadt vor einigen Monaten auch getan, nachdem er da größere Probleme festgestellt hat. Und das Ganze war äußerst erfolgreich gewesen. An dieser Stelle gibt es nämlich keine Raserei mehr. Wir machen natürlich auch Geschwindigkeitsmessungen. Ich kann Ihnen sagen, in meinem Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr gibt es eine Veränderung im Stellenplan. Ich habe nämlich einen weiteren Hippo, also einen weiteren Hilfspolizeibeamten vorgesehen. Der wird dann nicht immer nachts unterwegs sein können, aber wenn wir dann zwei Hilfspolizeibeamte haben, dann kann man die eben halt auch mal abends losschicken. Aber die müssen dann halt auch an der entsprechenden Stelle da sein. Wenn es tatsächlich so einen Schwerpunkt gibt,
bei Ihnen im Teichweg. Dann bitte eine E-Mail an mich, dann geben wir das weiter ans Ordnungsamt, die geben es weiter an die Polizei und dann gibt es da auch entsprechende Möglichkeiten. Aber das Schnellste, das muss ich den Menschen immer wieder sagen, ist, wenn man weiß, wann das immer stattfindet, A, diesen Zeitraum uns nennen und B, und das ist wirklich das Beste, die Anzeige bei uns machen. Und dann hat das Ganze auch entsprechend Konsequenzen. So. Gucke ich nochmal, ob ich hier irgendwo was überlesen habe. Ist wieder toll zu sehen, dass es so viele Anfragen gibt. Das macht das Ganze nämlich dann auch lebendig und so soll es ja auch sein. Ich möchte da viel Transparenz und ich möchte auch wissen, dass ihr wisst, was wir bei uns hier im Rathaus und in allen weiteren städtischen Stellen so tun. So, ich habe hier jetzt erst einmal keine weitere Frage. Ich schaue jetzt nochmal in meine Liste, ob ich irgendwo noch was übersehen habe. Was es noch an Rückfragen gab. Ah, ja. Neubau, Betreuungseinrichtung Georgenhausen. Also, diese Einrichtung, wir sind, was die Vorplanung angeht, fertig, sind alle abgeschlossen. Es wird eine Einrichtung geben, die einerseits den Ü- und andererseits den U3-Bereich abdeckt, das heißt also auch Krippenbereich und dann halt der Kindergarten- bzw. Tagesstättenbereich. Das war mir sehr wichtig, dass wir auf die Art und Weise herangehen, um dann halt auch den Übergang für das Kind von der einen in die andere Stufe zu erleichtern. Und sämtliche Vorplanungen sind abgeschlossen und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir auch noch in diesem Jahr den Bauantrag einreichen können. Unsere Vorarbeiten sind, wie gesagt, abgeschlossen. Es wird eine dreigruppige Einrichtung werden, die für 65 Kinder ausgelegt ist. So viele Plätze brauchen wir erst einmal nicht. Aber wir sind dann auch zukunftsweisend aufgestellt. Also sprich, wenn die Plätze mal wieder eng werden sollten, dann hätten wir zumindest die logistischen Voraussetzungen geschaffen. Und dann kann man auch Personal entsprechend einstellen, um dann sehr schnell auch bedarfsorientiert arbeiten zu können. Wir haben im neuen Stellenplan für den Haushalt des nächsten Jahres, der Stellenplan ist immer ein Bestandteil des Haushaltsplans, die entsprechenden Stellen vorgesehen für diese Einrichtung und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die Stadtverordnetenversammlung diesen Stellenplan so beschließen wird und dann können wir auch loslegen. Die Schwierigkeit des Bauens ist das eine, die Finanzierbarkeit das andere und noch einmal etwas anderes ist die personelle Situation. Der Markt in Bezug auf Erzieherinnen und Erzieher ist wie leergefegt. Ich habe allerdings die Hoffnung, wenn wir dann auch die entsprechenden Pläne veröffentlichen und zeigen, dass das auch eine sehr moderne, neue Einrichtung wird mit einer kurzen Bauzeit, weil die Modulbauweise entstehen wird. Keine Sorge, keine einfachen Container. Ich habe nämlich von Anfang an gesagt, ich sperre keine Kinder in irgendwelche Container. Das muss etwas Ordentliches sein. Das wird auch was Ordentliches, dass eben dann, wenn diese Pläne veröffentlicht sind, dass das auch dazu führt, dass möglicherweise dann auch Erzieherinnen und Erzieher sagen, das ist eine tolle Einrichtung, da könnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Ich bin da momentan ganz guter Dinge, dass das in dieser Einrichtung auch gut werden wird und gut laufen wird und da auch uns das entsprechende Personal zur Verfügung steht. Wie gesagt, sämtliche Planungspläne sind gemacht und gezeichnet, also es könnte losgehen. So, dann gucke ich mal, da kann noch mal, vielleicht noch mal zum Nordwest 3 etwas, dürft ihr schon Infos geben, heute ist umgesprungen, welche Auflagen es grob geben wird, wird es eine rote Dächerfarm, wie in den Orschleckern, eine rote Dächerfarm, interessanter Begriff, Kai. Oder ist hier noch rein gar nichts bekannt zu geben? Also, Kai, es ist so, dass es natürlich Klimaaspekte gibt,
Da ist das mit den roten Dächern schon etwas, was man im Auge behalten muss. Es ist allerdings auch so, dass es technische Möglichkeiten heute gibt, wo man dann auch sagen kann, okay, es muss nicht unbedingt rot sein. Es kann auch grau und Anthrazit sein, wenn man an einer anderen Stelle ein bisschen nachlegt. Grundsätzlich ist hier die Energieeinsparverordnung zu nehmen. Das ist ein sehr umfangreiches Werk, das sehr viele Auflagen macht. Ihr wisst wahrscheinlich, knapp 30% des Energieverbrauchs in einem Neubau sind aus erneuerbaren Energien sicherzustellen. Daran müssen wir uns orientieren, beziehungsweise diese 30% müssen erfüllt werden. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was da dann auch die Stadtverordnetenversammlung daraus macht, ob man sagt, diese 30% sind ausreichend oder man geht noch darüber hinaus. Wenn man darüber hinaus geht, muss einem natürlich klar sein, dass das Ganze dann auch für einen Bauherrn wesentlich teurer wird. Aber was die Gespräche angeht und was wir hier seitens der Verwaltung getan haben, deswegen haben wir uns ja auch so umfangreich informiert. Ich hatte es ja vorhin gesagt, ich bin sehr viel draußen rumgefahren und habe mir sehr viele Baugebiete angeschaut. Wir möchten da also schon eine gewisse Flexibilität haben, etwas mehr als bisher. Das beginnt beim Baufenster, das geht über Dachneigungen und. Aber das beinhaltet auch solche Dinge, dass wir sagen, diese unschönen Steingärten, die wollen wir versuchen zu vermeiden in Zukunft. In den nächsten Wochen, wie gesagt, im November wird es dann soweit sein. Da kann man das, wenn man das Ganze dann auch entsprechend publizieren, was die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat. Ihr könnt dann auch gerne bei mir nachfragen, beziehungsweise wir machen es sowieso öffentlich. Aber es soll schon so sein, dass dieses Baugebiet etwas mehr Flexibilität haben soll. Einerseits, weil durch die NF-Verordnung ist es eben halt auch an anderer Seite mit mehr Auflagen verbunden und deswegen etwas mehr Flexibilität und nicht mehr ganz so streng, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Das ist meine Herangehensweise gewesen bei dem Entwurf, was die textliche Festsetzung angeht. So, jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich gucken. So. Rotfahrkameras an diversen Kreuzungen könnten wieder aktiviert werden, schreibt der Kai. Also, lieber Kai Metzger, ganz so einfach ist es nämlich nicht. Das Ganze ist mit massiven Kosten verbunden. Diese Leihmodelle bzw. diese Finanziermodelle, wie sie aus dem Odenwaldkreis vielleicht der ein oder andere von euch kennt oder die ein oder andere von euch kennt, der wird feststellen, dass sehr viele Kameras im Odenwaldkreis inzwischen wieder verschwunden sind. Das Ganze ist nämlich ein Leasingmodell. Da muss also eine gewisse Anzahl an Verstößen vorliegen. Und wenn dann eben nicht der entsprechende Betrag zustande kommt, dann baut die Firma so eine Kamera wieder ab. Wir haben eine Untersuchung gemacht, bereits vor 2 Jahren, was eine Rotlichtsäule angeht. Also sowas, wie ihr vielleicht aus dem Ortseingang Großzimmern kennt. Es ist halt oftmals so, man bremst ab. Wenn man dann über die Rotfahrampel drüber ist, beziehungsweise Kamera drüber ist, dann gibt man wieder Gas. Und ich nenne hier einfach mal die Zahl, dass ihr immer nur wisst, was so etwas kostet, weil das ja auch mit sehr vielen Erdarbeiten verbunden ist. Da müssen Standleitungen gelegt werden und. Wir waren bei 140.000 Euro gewesen. Also ein enormer Betrag. Ich setze da mehr, Kai, auf die mobilen Blitzer, also sprich Personal, dass die entsprechende Technik dann auch hat. Das hat nämlich dann auch den Vorteil, man kann an sehr vielen unterschiedlichen Stellen Geschwindigkeitsmessungen vornehmen. Da blitzt auch nichts, denn dabei wird man gefilmt. Das bringt etwas mehr, meiner Meinung nach, und man hat etwas mehr Flexibilität, als 140.000 Euro für eine Stelle auszugeben, die dann auch statisch ist. So ist dann meine Herangehensweise. Aber ich akzeptiere auch wie bei allem anderen jegliche andere Meinung. Nur, wie gesagt, ganz so einfach ist es nämlich nicht, weil das Ganze mit sehr viel Geld auch verbunden ist. So, die Ursula Lersche schickt Grüße. Die schicken wir gerne zurück, liebe Ursula. So, sehr gerne, Frau Schüssler. So, die Marianne Schönberger, tausend Dank für Ihren vorbildlichen Einsatz für unsere Stadt. Wir sehen und Entscheidungen unterstützen. Sollte es uns Bürgern und der Stadt weiterhin gut gehen, ich bin dabei. Das tut mir sehr gut. Vielen herzlichen Dank dafür. So, gibt es Neuigkeiten zu dem Baugebiet in Überau? Fragt die Frau Lannert. Die Grunderwerbsverhandlungen, die laufen momentan immer noch.
Das wird sich auch mit Sicherheit noch bis Ende des Jahres hinziehen. Da ist es natürlich, das ist eine sehr elementare Entscheidung für Grundstücksbesitzer, ob sie uns da eine Fläche zur Verfügung stellen wollen. Aber wie gesagt, bis Ende des Jahres, das ist so meine Zielsetzung, muss es dann hier dann auch Entscheidungen geben. Wir sind da dran, weil wir, wie gesagt, auch in Überau eine Fläche realisieren wollen für ein Neubaugebiet. Angedacht sind hier etwas mehr als 20.000 Quadratmeter. So, und Frau Lannert, noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn Sie noch nicht auf unserer Bauinteressentenliste sein sollten, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass Sie Interesse haben, das gleiche gilt für alle anderen auch, ladet euch das Formular von unserer Internetseite www.reinheim.de runter und lasst euch auf die entsprechende Bauinteressentenliste bei uns schicken. So, die Frau Böttcher schreibt: Hallo Herr Feig, ich kann Ihnen zu dem Thema Gutschein folgende Rückmeldung geben. Die Gültigkeit von Gutscheinen, die gekauft wurden. Moment, ich muss runterscrollen. Die Gültigkeit von Gutscheinen, die gekauft wurden, für die also bezahlt wurde, ist im Vertragsrecht so geregelt. Gutscheine sind allgemein mindestens 3 Jahre. Oh, das ist ein langer Text. Bis einschließlich Jahresende gültig. Ein Beispiel: wurde ein Gutschein im Frühjahr 2020 gekauft, behält dieser bis 31.12.2023 seine Gültigkeit. Eine geringe Befristung ist nur bei Aktionsgutscheinen erlaubt, die mit Werbemaßnahmen zusammenhängen. Wir im Restaurant Kalbschen Haus werden auch Gutscheine über die 3 Jahre hinaus nehmen, denn wir haben ja das Geld dafür eingenommen und sind somit in der Bringschuld, die noch nicht erfolgte Leistung zu erbringen. Vor allem auch Gutscheine, die älter als ein Jahr sind und vor Corona gekauft wurden, sind weiterhin gültig und werden von uns gerne angenommen. So, Frau Böttcher, herzlichen Dank für die Antwort. Ich habe meine Frau Böttcher vergangene Woche nämlich per E-Mail angefragt, weil ich ein paar Anfragen bekam von Menschen, die gesagt haben: Naja, wir haben kurz vor Corona Gutscheine für Rheinheimer Restaurants gekauft und die wollen wir jetzt momentan, was ich unheimlich toll finde, weil das eine große solidarische Geste ist, die wollen wir jetzt nicht einlösen, weil die Gastronomen sind wie das gesamte Gewerbe, Einzelhandel und alle anderen natürlich sehr stark gebeutelt worden. Und das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten sehr schwierig. Und jetzt wollen wir da keine Gutscheine einlösen. Aber verfallen die denn? Oder wie ist das? Jetzt habt ihr mal die Antwort von der Frau Pötscher bekommen. Ich frage dann auch bei den anderen noch nach, beziehungsweise habe das teilweise auch schon getan. Vielen herzlichen Dank dafür. Schön, dass auch hier die Rheinheimerinnen und Rheinheimer so zusammenhalten. Gut, die Frau Tralle, sehr gerne. Information ist mir sehr wichtig und auch eure Rückmeldung, eure Nachfragen, Wünsche, Sorgen, Anregungen, das ist für mich wichtig, wie ich hier jeden Tag arbeite, wie die Verwaltung hier jeden Tag arbeitet und was ich dann auch entsprechend in die politischen Gremien, in der Stadtverordnetenversammlung reintrage, dass wir da dann auch das machen, was die Menschen in unserer Stadt halt auch brauchen. Gut, lieber Heinrich, auch ihr beim THW, macht weiter so. Der Dirk Selser Weltamt, vielen herzlichen Dank. So, gibt es auch Planungen mit dem Bahnübergang zwecks Fußgängerampel auf der Höhe von Edeka, fragt die Frau Seeger. Nehmen das auf, Frau Seeger, für die nächste Online-Sprechstunde. Ich bereite mich ein bisschen darauf vor, es ist nämlich ein bisschen umfangreicher und dann werde ich Ihnen das beantworten. Kommt heute, versprochen, auf unsere To-Do-Liste bzw. das Protokoll. Kai Wisbord, vielen Dank wieder für die tolle Sprechstunde, sehr gerne. Und Anna Meyer, recht herzlichen Dank für die super Arbeit von der ganzen Stadtverwaltung. Die Angela Schüssler, ein süßes Smiley. Und die Frau Zahmann, einige vernünftige Hundehalter haben sich überlegt, ob die Stadt nicht ein eingezäuntes Areal als Freilauffläche für Hunde zur Verfügung stellen könnte. Frau Zahmann, das ist ein sehr spannendes Thema. Das ist ein Thema, wo man auch sagen muss, Fläche zur Verfügung stellen ist das eine. Es braucht allerdings auch jemand, der danach schaut. Wenn Sie sich als Verein irgendwie zusammenschließen könnten, dann glaube ich, wäre das eine gute Grundlage, dass Sie sich mal ganz schnell bei mir melden und dann kommen da auch etwas hin. So, jetzt ist es 18:04 Uhr. In 26 Minuten habe ich den nächsten Termin. Es hat mir einmal mehr Spaß gemacht. Herzlichen Dank für eure Anfragen. Protokoll wird, wie gesagt, das offene aufgenommen. Ein paar E-Mails von euch, die hatte ich ja angefordert und andere Antworten schicken wir dann direkt über Facebook an euch. Wenn irgendwo versehentlich mal etwas untergehen sollte, meldet euch einfach nochmal. Kann immer mal irgendwas durchrutschen, ist, glaube ich, menschlich. Jetzt mache ich kurz mit Herz, mit meinem üblichen Verabschiedungssatz, der aber auch heute wieder von Herzen kommt: Macht
mit Abstand das Beste draus. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Ciao.